Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einer weiteren Film Arena Collection Unboxing Video für euch. Und im Februar geht's jetzt hier wirklich rund mit Film Arena. Vor einer Woche gab es ja Casino zu sehen und vorgestern und gestern gab es dann noch die weiteren Film Arena Collection zu Pitch Black und zu Gemini Man zu sehen. Und wie mir diese Edition gefallen, da guckt ihr einfach mal die Videos an und für die einen oder anderen könnte was dabei sein. Also ich sage jetzt mal, wirklich sehr schöne Edition geworden. Aber überzeugt euch selbst, guckt euch die Videos dazu an. Und jetzt geht es noch weiter mit der 144 und das ist 47 Ronin mit Keanu Reeves aus dem Jahre 2013. Das Full Slip hätte eigentlich auch am 25.11. erscheinen werden sollen, aber durch die fünfte Jahreszeit namens Corona ist eben alles verschoben worden und von daher ist es jetzt im Februar der Release gewesen, aber man kann damit leben, ich finde es nicht so dramatisch. Habt einfach mit Nachsicht mit den ganzen Firmen, mit der Produktion, es ist nun mal ein bisschen eine schwierige Zeit zur Zeit und deswegen, es gibt zurzeit wichtige Sachen als die Edition am Erscheinungstag zu bekommen. So, weiter geht's nun mit 47 Ronin und ich für meinen Teil ist jetzt nicht ganz so mein Fall, dieser Film. Ich bin eben kein so großer Asiatenfreund, gebe ich zu, von Filmen und hier war ich wirklich, habe mich extrem gefreut, wo er erschienen ist, dieser Film, aber ich wurde einfach mal wieder komplett enttäuscht. Ist so in die Richtung hier wie King Arthur und das ist einfach nicht mein Fall, muss ich sagen. Ja, trotz alledem, natürlich als Komplettist von Filmarena muss ich auch diese jetzt auch in die Sammlung rein, das ist natürlich völlig klar. Man wird natürlich auch keine Lücken haben. Und ja, hier eben nun das Full Slip von 47 Ronin. Und wir machen jetzt hier mal auf. Das Steelbook hatte ich auch mal. Ich hatte mal ein Steelbook gehabt von 47 Ronin. Das sah nämlich so aus. Das schöne geprägte 3D-Steelbook, was mir gab, gibt jetzt für 14 Euro zu kaufen. Aber habe ich wieder verkauft, einfach aus dem Grund, mir dieser Film nicht gefallen. Und jetzt hier mal ist auch ein anderes Steelbook drin. Das Steelbook ist identisch zu dem deutschen 4K Steelbook, wo es auch bei uns schon gab. Aber bevor wir weitermachen, wie immer gibt es hier den Sticker dazu von der Nummer 144, 47 Ronin, oben das 4K Ultra HD Logo. Und dann geht es noch weiter mit der Banderole. Und die Banderole sieht hier so aus. Hier oben wieder eben 4K Sharing. Hier Inhaltsangabe zu dem Film. Hier eben dann die Limitierungskarte. Auch ein sehr scharfes Bild, auch ein helleres Bild. Man kann es gut erkennen. Das Ganze ist auf 500 Stück limitiert. Und dann hier auf der Backseite haben wir hier ein fantastisches Monster. Ja, aber auch hier sehr schön in Szene gesetzt und auch ein schön scharfes Bild, vor allem auch ein helles Bild. Man kann es auch gut erkennen. Leider haben wir hier weder auf der Blu-ray-Disc noch auf der Ultra HD keine deutsche Tonspur, weil ich es sehr schade finde. Denn ich hätte mir sogar den Film nochmal angeguckt, jetzt mal, um mir zu beweisen, ob der Film jetzt auch so schlecht ist oder auch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen schlechten Tag dazwischen, diesen Film anzugucken. Kann bei mir natürlich auch sein. So, aber wie immer, Geschmäcker sind verschieden. So, weiter geht's nun mit dem Full Slip an sich. Wir haben hier ein Lenticular-Motiv, auch eine Tiefenwirkung. Leider auch hier haben wir ein eher pixeliges Bild als Motiv zu sehen. Von der Ferne schaut es hier ganz gut aus und haben eine Tiefenwirkung wieder hier mit den ganzen Charakteren. Aber umso näher man rangeht, haben hier natürlich nur eine Tiefenwirkung. Ein großer Effekt haben wir jetzt hier bei dieser Edition nicht. Natürlich, die Köpfe bewegen sich ein kleines bisschen, aber ansonsten haben wir wirklich hier keinen großen Effekt dabei. Dann hier Keanu Reeves 47 Ronin. So schaut das Ganze hier aus. Die Farbe hat es eben recht kräftig gehalten für ein Lenticular-Motiv. Oben haben wir eben dann noch dann Size Entry draufstehen in einem Glanzeffekt und auf dem Spine haben wir hier 47 Ronin, auch hier gut zu erkennen, oben das
Universe-Logo, dann der Schriftzug und Ultra-HD und Blu-ray Disc-Logo. Auch hier einen Glanzeffekt, wie ihr seht. Auch das schaut sehr edel aus. Und nein, es sind keine Flecken, das sind Flecken, die auch zu der Edition gehören. Was mir hier so rumgeht, hier haben wir einen roten leuchtenden Effekt von dem Lenticular und das wird eben hier weitergeführt. Dafür das Back-Artwork schaut schon mal sehr, sehr stark aus. Das als Front-Artwork wäre natürlich mega gewesen, weil ich mag einfach gern, wie auch bei Journeyman, so schöne, klasse, scharfe Bilder, Cover-Motive. Ich bin kein großer Freund von Lenticular-Motiven, gebe ich zu. Und dann schaut mir das hier so aus und das ist doch mal wieder ein schönes Back-Artwork mit wirklich einem schönen Glanzeffekt von dem Schwert hier, auch von dem Samurai-Schwert. Und auch hier die Verzierung hier mit den Seiten. Also das hier wäre für mich einfach das perfekte Fullslip-Motiv gewesen. Hier noch 47 Rowan drauf gedruckt, wäre es ein wunderschönes Fullslip geworden. Back Front Artwork, wie gesagt, das Lenticular-Motiv gefällt mir jetzt nicht ganz so. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Dann haben wir hier dann noch die Limitierungsnummer, wie immer. Meine 229 von 500 Stück. Und so schaut das ganze Fullslip nun aus. Wir schlagen jetzt nochmal auf und dann gucken wir uns dann mal uns das weiter an. Wir gehen jetzt hier mal weiter mit den Collector Cards und da haben wir eben einen Hafen, der gerade brennt. Das Bild ist wirklich sehr, sehr scharf gehalten, sehr schön gemacht. Und dann haben wir hier 47 Ronin draufstehen. Und hier unten eben die Collector Cards, dann das Bein, auch der Schriftzug drauf und auch hier ein sehr schönes Artwork. Auch das wäre mega cool gekommen, das als normales Motiv zu machen, das Covermotiv mit ein paar schönen Glanzeffekten. Und deswegen ist es nicht ganz so mein Geschmack mit Lenticular. Also ohne Lenticular wäre es wirklich richtig stark gekommen, dieses Motiv. So, dann haben wir hier wieder ein paar Charakter-Cards und Collector-Cards. Hier muss man ein bisschen gucken, weil bei der letzten Edition gab es immer ein bisschen Probleme mit dem Vermischen. Hier schaut es ganz gut aus. Ich gucke bloß mal kurz vorher durch. Hier gibt es da auch drei verschiedene Farben hier auch. Ich tue die ein bisschen gleich vorher sortieren. So, okay, wir fangen erstmal an mit den roten. Backartwork, das Ganze schaut hier so aus. Und da haben wir schon mal eben dann die Charakter-Cards. Und hier schon mal ein schönes Samurai mit einer ganz tollen Rüstung hier. Auch das Bild ist wirklich gestochen scharf. In Schwarz-Weiß gehalten. Dann hier 47 Ronin. Schade, dass hier kein Name draufsteht, wie eben der Charakter heißt. Dann haben wir eben hier das nächste Motiv. Auch hier ein sehr schönes Motiv auch. Und dann geht es weiter mit Keanu Reeves. Mit diesem Motiv. Und dann noch zum Schluss haben wir natürlich dann noch die nette Dame hier, die auf dem Kopf steht. Ich glaube, das gehört zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber für alle, die es mal anders sehen wollen, so schaut das Ganze aus mit der netten Dame hier. Okay, das sind schon mal die Charakterkarten gewesen. Hier haben wir eben rot, dann haben wir hier noch vier Stück mit schwarzem Hintergrund. Das sieht hier so aus und hier steht drauf Love. Dann haben wir auf den nächsten haben wir Fantasy. Evil. Auch das, schöne Motive hier, guckt euch diese Motive an, auch gestochen scharf, natürlich sehr CGI-lastig, aber so ist auch der ganze Film, glaube ich, gewesen. Also da kann jetzt irgendwie Charakter Karl nichts dafür. Und dann haben wir hier noch dann Destiny. Und das schaut hier so aus, auch das sehr schön gehalten. Gefällt mir auch ganz gut. Ja, das sind schon mal die Motive gewesen hier von den Charakter-Cards. Und weiter geht es nun mit den Fotocards. Die haben jetzt hier einen lila-blauen Hintergrund. Das sieht hier so aus als Hintergrundmotiv oder als Backartwork. Und vorne drauf haben wir eben dann die
Fotocards. Auch hier die Karten sind sehr stabil gehalten. Und jetzt geht es hier eben los mit verschiedenen Szenen aus dem Film. Einmal das hier noch. Das hier. Die nette Dame, die ein bisschen böse reinschaut. Und auch hier das nächste Artwork. Und das letzte Bild hier nochmal Keanu Reeves in Nahaufnahme. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die Bilder auch schön scharf. Es gibt wirklich wenige, die hier nicht ganz so gute Bildqualität haben. Die meisten sind wirklich, wirklich sehr gute Qualität. Und ja, das sind schon mal die Collector Cards gewesen. Einmal die Fotocards und einmal die Charakterkarten. Wir machen weiter mit dem Steelbook. Und wie gesagt, das Steelbook ist dasselbe, wie es auch schon in Deutschland zu kaufen gibt, in der 4K-Version von diesem Film. Finde ich auch ein sehr schönes Steelbook, aber auch natürlich hier keine weiteren Besonderheiten, keine Prägung, nichts. Aber für ein schönes Artwork, schön farbenfroh wohlgemerkt für mich auch, was ich mir sehr gerne mag. Und das sieht ja so aus. Oben drauf eben der Schriftzug 47 Ronin. Dann haben wir eben diese Rauchschwaden hier. Und dann haben wir eben hier den Charakter mit dem Samurai-Schwert und die untereinander das Feuer, wo ihm entgegenbrennt. Und am Spine schaut das Ganze hier so aus, auch gut zu erkennen. 47 Ronin, unten das Universal-Logo und auch hier nochmal das Artwork. So, auf der Rückseite eben hier auch nochmal das, die hängende Dame, die gerade hier wie eine Fledermaus von der Decke hängt. Auch hier mit diesen grünen Nebelschwaden und diesen Rauchschwaden, auch das schaut sehr schön aus. Und dann machen wir hier mal auf. Und das Ganze sieht hier so aus, über im Ganzen. Und innen drin haben wir eben dann noch dann die 4K Ultra HD Version. Und hier natürlich einfach mal zugeklatscht mit 1000 Labels draufgedruckt. Einfach nur unglaublich unschön. Ja. Also nicht wirklich schön gemacht. Also die Hälfte auch, glaube ich, gelangt von diesem, von den ganzen Labels. Und dann haben wir hier noch dann die normale Blu-ray. Und diese sieht hier so aus. Da ist fast nichts drauf gedruckt. Warum wohl? So, und dann haben wir noch ein schönes Back-Artwork. Und da haben wir auch wieder Keanu Reeves auf der Seite, wo eben kein Disc drin ist. Finde ich schon mal sehr schön gemacht. Und eben hier haben wir einen unscharfen Hintergrund, was auch perfekt passt. Denn da sind die Discs enthalten. Jo, das war schon mal dann das Steelbook. Ein sehr schönes Steelbook, wie ich finde. Ohne großes Tamtam, natürlich mit Prägung. Ist immer schön, mit Glanzeffekt ist immer schön, aber man muss auch mal das nehmen, was man halt kriegt. Leider, manchmal. So, okay, was gibt es noch? Natürlich noch das Collectors Booklet. Und hier haben wir dann schon mal dann das Steelbook-Version von mir, wo ich mal gehabt habe. Mit diesem Schriftzug drauf. Müsste, glaube ich, 47 Ronin, glaube ich, heißen. Und da gucken wir auch mal rein. So schaut das Ganze aus. Auch hier mit ein paar Nebelschwaden hier an der Seite. Und hier Collectors Booklet, auch am Spine gut zu erkennen, 47 Ronin. Und hin drauf haben wir noch dann das Samurai-Schwert nochmal, wo in der Erde steckt. Und damit gehen wir mal ganz fix in die Ego-Perspektive. Bis gleich. Jetzt sind wir noch ganz fix in der Ego-Perspektive und gucken uns noch das Booklet noch an von 47 Ronin. Und so schaut das Ganze aus. Recht unspektakulär, muss man hier wirklich sagen. Und heben dann nochmal dann das Bein und die Rückseite und wir blenden einfach mal durch. Und auch hier kommen wir schon zu den ersten schönen Bildern aus dem Film. Und hier eben dann ein bisschen Information über den Film. Auch hier schön gemacht, auch hier wieder die Seitenanzahl mit dem Samurai-Schwert verziert worden. Und hier eben dann weitere Szenenfotos, auch hier schöne scharfe Bilder. Hier ein Kampf der Samurai. Coole Rüstung auf jeden Fall. Dann geht es hier weiter. Ich glaube, dieser Schauspieler spielt auch bei The Great Wall, glaube ich, mit, wenn mir alles täuscht.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann habe ich noch ein paar weitere Szenenfotos noch. Leider gibt es hier leider keine Behind-the-Scenes-Fotos. Hier haben wir dann Keanu Reeves als Kai. Dann hier weitere schöne Fotos. Dann haben wir hier Lord Kira. Und hier Ko Mishbaski ist die Mika oder der Mika. Und hier dann die letzte Seite nochmal hier. Und ja, das war das Booklet zu 47 Ronin. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Collectors Booklet zu 47 Ronin. Und ja, das war schon mal nun die Nummer 144 von Filmarena. In diesem schicken Fullslip mit Lenny Kolar-Motiv. Ich für meine persönliche Meinung hätte mir da auch gewünscht, ein normales Fullslip zu bekommen mit einem schönen Glanzeffekt wie auch oder Effekten wie auch hier in dem Backartwork von diesem schönen Motiv hier. Trotz alledem ein sehr schönes inhaltliches Fullslip, gibt auf jeden Fall schönere, aber auch nicht ganz so schöne. Also ein schönes Mittelmaß auf jeden Fall hier. Und ja, wie gesagt, der Film ist ja nicht ganz so mein Geschmack. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wie ihr diesen Film findet oder fandet. Und ja, zu kaufen leider bei Filmarena auch schon ausverkauft. Also auch hier mal bei den Media Psychos mal vorbeigucken, wenn ihr Lust und Laune habt. Wie gesagt, ich habe damit nichts am Hut. Weiß nicht, wie das funktioniert bei denen. Und ja, ansonsten, was gibt es zu sagen noch? Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt alle gesund und bis dann, tschüss mit Ö und tschüss.